An heißen Tagen bieten Wandklimageräte wahrscheinlich die beste Abkühlung. Diese Split-Klimageräte überzeugen durch eine außerordentlich starke Kühlleistung. Heute möchten wir euch drei dieser starken Wandklimageräte vorstellen, die auch per App steuerbar sind. Damit ist die Bedienung dieser Anlagen viel simpler und ermöglicht auch den Zugriff auf sämtliche Smart-Funktionen. Drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch heute vorstellen. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und eine gute Kaufentscheidung für euch treffen zu können. Hilfe dabei bieten euch vielleicht auch die Links in der Videobeschreibung, denn alle drei Wandklimageräte haben wir dort unten mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt. Schaut da unbedingt mal nach für alle weiteren Infos oder um die Klimageräte zu bestellen. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch der ersten Wandklimaanlage. Als erstes Klimagerät mit App-Steuerung möchten wir euch hier die beliebte Kältebringeranlage vorstellen. Sie ist in zwei Leistungsklassen, einer 3400 und einer 5100 Watt Variante erhältlich. Trotz des günstigen Preises spielt sie mit ihrer Kühlleistung von 12.000 PTU schon bei den oberen Anlagen mit. Durch diese kann sie Räume bis 55 Quadratmeter runterkühlen. Dabei ist sie sehr leise und wird im Komplettset mit auch allem möglichen Montagewerkzeug geliefert. Unter anderem dabei ein 5 Meter Kupferdraht, um die Außeneinheit mit dem Innenmodul zu verbinden, eine Fernbedienung und wie gesagt sämtliches Montagewerkzeug. Abgesehen von der Fernbedienung lässt sich das Modell aber natürlich über die App steuern. Auch ist sie in das Amazon Alexa oder Google Home Assistant Netzwerk einzubinden und kann also auch Teil des Smart Homes werden. Das Besondere an dieser Anlage ist noch, dass sie nicht nur im Sommer kühl, sondern auch im Winter warm halten kann. Sie besitzt also eine 2-in-1 Kühlen- und Heizfunktion. All das kann man über die Fernbedienung oder wie gesagt über die App einstellen. Im Sommer kann man bis auf 16 Grad runterkühlen, im Winter kann man bis zu 31 Grad Hitzeleistung erkennen. Abgesehen von der App-Steuerung besitzt das Modell auch noch weitere smarte Funktionen, wie beispielsweise eine Selbstreinigungsfunktion oder auch ein Temperatursensor, welcher erkennt, wenn ein Kälteleck beispielsweise durch ein offenes Fenster erkannt wird. Hier bekommt man eine Smartphone-Benachrichtigung und die Anlage schaltet sich automatisch aus, um keine Energie zu verschwenden. Und neben der Kühl- und Heizleistung kann diese Anlage auch noch lüften, besitzt also quasi einen Ventilationsmodus und hat auch eine Entfeuchtungsleistung. Ein super starkes Modell, also zudem ist es wie gesagt sehr leise, sehr energiesparsam und wie gesagt auch das günstigste im Vergleich bei der Anschaffung. Kein Wunder, dass die Kunden das Modell mit 4,6 von 5 Sternen bewertet haben. Alles weitere zur Kältebringer Wandklimaanlage über den ersten Link in der Beschreibung. Das Modell der Mittelklasse, welches wir euch vorstellen wollen, ist die Quick Connect von Daniel. Diese Wandklimaanlage mit App-Steuerung kommt ebenfalls mit 12.000 BTU Leistung bzw. 3.400 Watt, ist laut Hersteller für Räume bis knapp 60 Quadratmeter geeignet und kommt ebenfalls mit den Multifunktionen Kühlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten und sogar Luftreinigen. Die letzte Funktion kommt bei diesem Modell noch dazu. Durch die Luftreinigung unterscheidet sie sich vom eben vorgestellten Kältebringer-Modell. Dafür ist hier ein Vierfachfilter eingebaut, welcher zuverlässig Bakterien, Pilze, Mikroben und selbst feinste Staubpartikel aus der Raumluft filtern kann. Des Weiteren entfernt es unangenehme Gerüche und der Vitamin C-Filter reichert die Raumluft mit gesundem Vitamin C an. Eine sehr interessante Funktion. Spannend ist auch, dass das Modell in der Nacht betrieben werden kann, denn sie ist mit 19 Dezibel äußerst leise. Der 4D-Luftstrom sorgt bei diesem Modell für eine äußerst gleichmäßige Verteilung. Auch kann man hier zwischen 4 Lüfterstufen auswählen und hat auch eine sehr benutzerfreundliche Bedienung, entweder über die mitgelieferte Fernbedienung oder auch natürlich über die App-Steuerung. Hier kann man sogar bestimmte Reinigungszeiten einplanen, einen 24-Stunden-Timer einstellen oder auch das Modell per Sprachsteuerung bedienen. Auch lässt es sich ins Alexa oder Google Home Assistant Smart Home Netzwerk einbinden, sodass man auch mit dieser Klimaanlage eine äußerst bequeme Bedienung genießt. Bequem ist auch der Automatikmodus, in dem das Modell die Leistung ganz von selbst anpasst und auch die Installation wird einem hier besonders leicht gemacht. Alles ist im Lieferumfang enthalten, was man braucht und die gut ausgeschilderte Bedienungsanleitung erklärt einem hier alles narrensicher. Ein sehr starkes Modell müssen wir sagen und auch wenn sie 200 Euro mehr kostet als das zuerst vorgestellte Kältebringer-Modell, überzeugt sie auch noch durch die zusätzliche Luftreinigerfunktion sowie eine starke App-Steuerung und hohe Qualität. Wem das die 200 Euro wert sind, der kann sich zur Quick Connect über den zweiten Link in der Videobeschreibung nun noch weiter informieren. Dort könnt ihr alles weitere erfahren und das Modell auch zu euch nach Hause bestellen.
Bleibt nun aber auch gerne noch dran, um als drittes und letztes das leistungsstärkste und auch smarteste Modell im Vergleich kennenzulernen. Als drittes möchten wir euch das Wandklimagerät von Comfy vorstellen, die MSAF5. Diese Split-Wand-Klimaanlage mit App-Steuerung kommt mit 4600 Watt Leistung bzw. mit 16.000 BTU Kühlleistung. Damit ist das Modell für Räume bis ca. 60 Quadratmeter ausgerichtet. Wahrscheinlich kann sie aber auch größere Räume ohne Probleme runterkühlen. Kommt natürlich auch immer auf die Deckenhöhe an. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass das Gerät von Comfy mit vielen smarten Funktionen kommt. Ausgestattet ist das Modell natürlich mit einer App-Steuerung. Wahlweise kann man hier aber auch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung verwenden. Zudem hat das Modell eine Kühl- und Heizleistung und auch eine automatische Smart-Steuerung. Über diese kann das Modell die Kühl- bzw. Heizleistung automatisch der Umgebungstemperatur anpassen. Und warum das Modell unserer Meinung nach so smart ist, ist, dass es auch eine sogenannte Follow-Me-Funktion hat. Das Modell erkennt nämlich, wo man sich gerade im Raum aufhält und erzeugt genau an diesem Ort den kühlen Luftstrom bzw. im Winter den warmen Luftstrom. Auch dabei ein Eco-Modus. Dies ist ein besonders energiesparender Modus, in dem der Energieverbrauch sehr stark runterreguliert wird. Neben der Kühl- und Heizleistung kann das Modell auch ventilieren und besitzt auch einen eingebauten Ionisator. Dieser kann mithilfe von negativ geladenen Ionen die Raumluftqualität verbessern, indem diese Bakterien, Keime, schlechte Gerüche, Pollen und so weiter wirksam neutralisieren. Und zu guter Letzt überzeugt das Modell noch bei der App-Steuerung. Diese ist nämlich nicht nur im Heimnetzwerk zu absolvieren, sondern man kann die Klimaanlage auch von unterwegs, beispielsweise dem Büro aus, einstellen, sodass man beispielsweise schon eine halbe Stunde, bevor man nach Hause kommt, die Anlage anmachen kann und so in ein schön kühles Zuhause zurückkommt. Des Weiteren ist über die App auch ein Timer und ein Wochenplan einstellbar. Alles, was einem die Benutzung der Klimaanlage im Alltag so einfach wie möglich macht. Vor allem diese starken Funktionen und die extrem starke Leistung von 16.000 BTU sind es, die das Modell für uns zum besten Premium-Testsieger machen. Mehr Infos zum Comfy-Wandklimagerät mit App-Steuerung über den dritten Link in der Beschreibung. Das waren sie nun also, unsere drei Favoriten der besten Wandklimageräte mit App-Steuerung. Für welches Modell habt ihr euch entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und lasst auch eine Bewertung da, wenn wir euch helfen konnten. Vielen Dank und viel Spaß mit eurer neuen Klimaanlage.